Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Space Engineers. Was haben wir in 100 Tagen gelernt? Und Basis dieser kleinen Anleitung ist eben ein Gameplay, das mittlerweile 100 oder über 100 Folgen lang ist. Und ich bin selbst eingestiegen, ziemlich als Newbie in dieses Spiel. Und habe einige Erfahrungen relativ schwer machen müssen. Habe natürlich einiges auch von netten Leuten, die in den Kommentaren hinterlassen haben, Hinweise und so weiter, gelernt. Ja, und das, was ich selbst gelernt habe und von anderen aus Tutorials oder Kommentaren und so weiter mitbekommen habe, das will ich gerne weitergeben. Und in der Folge, also bisher haben wir uns schon damit beschäftigt, wie können wir hier auf der Erde landen und wie können wir uns orientieren, wie können wir laufen, wie können wir uns bewegen mit dem Jetpack, wie ist die grundlegende Handhabung und so weiter. Und wie können wir rumfliegen, wie können wir Erze suchen, wie können wir unser Werkzeug benutzen. Also wie können wir unten, wie können wir diesen Schweißer benutzen, den Schleifer und den Bohrer. Und in der heutigen Folge soll es mal darum gehen, wie wir jetzt überhaupt zu Sachen kommen. Also das Spiel bietet natürlich alle Möglichkeiten, die man hat. Man muss jetzt nicht unbedingt eine Base bauen. Ich habe also, wenn man sich bei YouTube zum Beispiel umschaut, findet man alle möglichen Videos zum Spiel, wo es zum Beispiel darum geht, dass jemand dann aus diesem Pod hier mit den Materialien, die er hat und ein paar, die er sich vielleicht noch verschafft, einen Rover baut und dann einfach nur rumfährt und diese abgestürzten Satelliten zum Beispiel einsammelt und aus diesen Rohstoffen dann irgendwas macht oder einfach nur erkundet. Oder also es gibt hier in dem Spielmodus, in dem wir uns jetzt befinden, in diesem freien Spiel in Anführungszeichen, gibt es nichts, was irgendwie vorgegeben ist. Also man muss nicht irgendeinem bestimmten Plan folgen. Aber ich denke mal, wenn man ein paar grundlegende Sachen, muss man auch so, egal was man macht, einfach wissen. Und wir haben ja schon gesehen, als wir in der letzten Folge oder in einer der vorhergehenden Folgen diesen abgestürzten Satelliten zerlegt haben, wir können diese Komponenten, haben wir diese Komponenten gewonnen. Also zum Beispiel hier Stahlplatten oder Herstellungskomponenten oder wir haben auch Gestein gestemmt mit unserem Bohrer und aufgesammelt. Wir haben eine Anzeige und so weiter, also alle diese Komponenten. Und die Frage ist, was können wir damit machen? Ne? Und die erste Frage ist, eine kleine Hilfe, die wir jetzt am Anfang sozusagen hat, das Wichtigste, das wir am Anfang brauchen, sehen wir unten schon in dieser Statusleiste. Da haben wir vorne in den ersten drei Feldern haben wir unsere Werkzeuge. Diesen Schweißer, den Schleifer und den Bohrer auf 1, 2 und 3. Und auf der 4 sehen wir so einen Block. Und dieser Block ist ein wichtiges, oder ich würde fast sagen, das wichtigste Teil, das wir hier im Spiel haben. Aus diesen Blöcken bauen wir sozusagen, können wir Plattformen bauen, können wir Türme bauen. Also dieser Block ist sozusagen so ähnlich wie bei Minecraft, wer das Spiel kennt, so die Basis allen anderen. Und da sehen wir jetzt, wenn er so grün ist, dann können wir ihn tatsächlich platzieren. Ich will aber noch mal kurz zeigen, wenn man die B-Taste drückt und wir sehen rechts eine Beschreibung, leichter Panzerung Block. Also das ist einfach ein Metallblock, den wir irgendwo in die Landschaft setzen können. Und wenn wir die B wie Bertha-Taste drücken, dann ist jetzt an der Schwerkraft ausrichten aktiv. Und dann kann ich hier sagen, Platzierung an lokaler Blockkonstruktion ausrichten ist aktiv. Und dann kann ich den also verschieden orientieren. Da sehen wir also jetzt hier, wir haben hier eben ein Grid und ich würde den jetzt mal an der Schwerkraft ausrichten, das heißt waagerecht machen, wobei das eigentlich ziemlich egal ist. Platzierungsmodus frei ist aktiv und dann kann ich ihn auch drehen. Ne? Also
könnte ihn jetzt hier auch drehen. Und ja, ich habe jetzt gerade mal versehentlich das Mausrad gedreht. Dann kriegt man verschiedene Platzierungen. Also egal mit welcher Methode wir ihn machen, also ich wähle normalerweise die, die am besten halt jetzt in die Landschaft passt. Und wenn ich dann klicke, dann haben wir das Ding platziert. Dann haben wir also den ersten Block sozusagen gesetzt und wir sehen, das ist dann nicht der fertige Block, sondern es ist erstmal so ein Metallgerüst, das anzeigt, dass an dieser Stelle was sein wird, nämlich der Block oder eine Maschine oder wie auch immer. Und wenn ich da mit dem Fadenkreuz, wenn ich jetzt den Block einen weiteren Block platzieren will, dann kann ich mit dem Fadenkreuz da ranfahren und wenn eine der Flächen des Fadenkreuz, das wir hier haben, eine der Flächen des bestehenden Blocks trifft, dann schnappt es sozusagen so ein in den Modus, dass ich daneben einen platzieren kann. Und so kann ich auf diese Art und Weise, kann ich also bequem weitere Blöcke platzieren, die dann genau an den anderen Block angrenzen. Ich muss mir also dann nicht darum kümmern, dass die irgendwo gerade sind oder zusammenpassen oder wie auch immer, sondern ich kann die einfach dann so platzieren, wie sie da sind. Und ich könnte jetzt, und ich mache das gleich mal bei einem dieser Blöcke, also wir müssten hier raufspringen. Oder mit dem Jetpack rauffliegen. Ich schalte meine Jetpack ein und gehe ein bisschen hoch und schalte das Jetpack wieder auf. Jetzt bin ich auf dieser Plattform und wenn ich die 0 drücke, dann ist der Block weg. Und jetzt sehen wir diese Plattform und da kann ich jetzt rumlaufen. Und diese Plattform ist erstmal, ja, der Begriff ist, der im Spiel so ist, es ist ein Grid. Also wir haben hier die Planetenoberfläche oder auch einen Asteroiden oder was auch immer. Das ist sozusagen die Spielkörper. Die werden auch als Voxels bezeichnet, also das ist so ein technischer Begriff für so ein 3D-Objekt in Anführungszeichen. Und hier haben wir unsere Blöcke platziert und diese Blöcke und alles, was wir da drauf platzieren, wird jetzt als Grid bezeichnet, was ist die Übersetzung? Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Als Netzwerk. Ja, als Netz oder Netzwerk. Und ich könnte jetzt diese Blöcke auch verschweißen. Also wenn ich jetzt da hingehe und auf einen dieser Blöcke zeige und der so einen grünen Rand kriegt und ich dann links drücke, dann kann ich den schweißen. Und jetzt, wenn ich sehe mal rechts in der Anzeige, leichte Panzerung, Block und unten am Ende sehe ich 20, 25 Stahlplatten hat er jetzt verbraucht. Und hat eben diesen Block fertig geschweißt. Das heißt, jetzt ist der Block tatsächlich fertig. Das ist jetzt ein massiver Block. Das andere sind sozusagen nur ja, die Vorstufe des Blockes, sagen wir es mal so. Und wir können jetzt immer alles verschweißen, aber das Problem ist, wir sehen schon unser Vorrat, wir brauchen Stahlplatten. Und unser Vorrat an Stahlplatten, den hatten wir aus diesem Satelliten gewonnen, indem wir den Satelliten zerlegt haben. Da haben wir jede Menge Stahlplatten gewonnen. Und die gehen aber jetzt zur Neige. Das heißt, wenn ich jetzt noch einen Block platziere, hier, und ich mache das mal, und wenn ich jetzt nochmal, oh wow, das ist ja ein toller Nachthimmel. Und jetzt kann ich dann nochmal platzieren und nochmal platzieren. Und irgendwann wird mir das Spiel sagen, pass auf, du hast keine Stahlplatten mehr. Oder wenn ich jetzt ins Ding reinschaue, dann sehe ich, dass ich nur genau eine Stahlplatte habe. Das heißt, ich kann wahrscheinlich noch einen Block platzieren und jetzt kann ich keinen mehr platzieren. Jetzt sehen wir hier, die Umrandung ist nicht mehr grün, sondern rot. Er zeigt mir den zwar noch an, aber der ist rot. Und wenn ich jetzt klicke, dann sagt er, Sie benötigen Stahlplatten, um leichten Panzerungsblock zu platzieren. Die habe ich jetzt nicht mehr, ne? Meine Stahlplatten sind jetzt leer. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Wir können uns jetzt damit beschäftigen, wie wir diese Stahlplatten praktisch gewinnen. Oder ich kann auch bestehende Komponenten wieder abbauen, so wie den Satelliten. Also wenn ich jetzt den Block hier wieder wegnehme mit der Schleifmaschine und in mein Inventar schaue, dann sehe ich, dass ich wieder eine Stahlplatte habe. Na, also so kann ich also Sachen platzieren. Ich habe jetzt hier dieses Grid, in Anführungszeichen, diese Plattform
platziert. Ich habe einen fertigen verschweißt, der hat mich relativ viel Stahlplatten gekostet. Wenn ich das jetzt wieder wegschneide, was ich auch jederzeit machen kann, und reinschaue, dann sehe ich, dass ich jetzt plötzlich wieder 26 Stahlplatten habe, weil dieser eine Block, dadurch, dass ich ihn verschweißt habe, hat mich jetzt eben 25 Stahlplatten gekostet. Und ich kann den jetzt wieder platzieren als Gerüst und lasse es mal dabei. Und dann habe ich jetzt hier erstmal eine Plattform. Und diese Plattform ist, ich kann da gar nicht ganz raufspringen. Also ich muss da immer mein Jetpack bemühen, um raufzukommen. Auf dieser Plattform kann ich jetzt bauen und ich muss die auch nicht zwingend verschweißen. Und am Anfang wäre meine Empfehlung, wenn also die Ressourcen sehr knapp sind, dann würde ich die auch nicht verschweißen. Später, wenn wir mal wirklich genügend Ressourcen haben, dann kann man das natürlich alles schön machen und verschweißen und so weiter. Aber jetzt für den ersten Anfang würde ich das mal dabei belassen. So, und der nächste Punkt ist jetzt, wir brauchen jetzt Rohstoffe, ja, weil diese ganzen Komponenten, die wir hier im Inventar haben, alles, was wir hier sehen, das wird aus Rohstoffen gebaut. Und diese Rohstoffe, das sind Erze, Eisenerz, um Eisen zu gewinnen und so weiter. Und der erste Rohstoff, den wir uns erschließen können, ganz einfach, weil er überall ist, das ist Gestein. In dem Moment, wo wir hier mit dem Bohrer in die Erde bohren oder irgendwo in einen Fels bohren, gewinnen wir Steine. Und Steine können wir, und da haben wir wieder unseren Rettungspott am Anfang, wir können da reingehen oder hier, je nachdem, wo wir also wollen, und können, das ist unser Survival-Kit, und können hier auf Produktion gehen. Und dann können wir bestimmte Sachen hier produzieren. Aber dazu brauchen wir erstmal Rohstoffe. Und ich kann jetzt in mein Inventar gehen. Und jetzt ist die grundlegende Funktionalität, die ganz wichtig ist. Wenn man so einen Port hier klickt, das haben wir schon beim Satelliten gemacht, dann kommt man sozusagen in dieses Teil rein. Und das ist hier ein Speicher, ja, das ich hier habe. Das Survival Kit hat sozusagen einen internen Komponentenspeicher. Und jetzt kann ich hergehen und kann hier Schrott reinpacken. Ne, kann ich nicht reinpacken. Macht er nicht. Oder Gestein. Und ich kann Gestein reinpacken. Also das Survival Kit kann Gestein verarbeiten. Aber keinen Schrott. Das werden wir später dann sehen. Das war mir jetzt auch neu. Und jetzt haben wir hier im Inventar von diesem Survival Kit haben wir jetzt Gestein. Und jetzt können wir hier Barren produzieren. Und ich kann jetzt sagen, okay, ich klicke einmal und dann wird ein Barren angezeigt und der wird jetzt produziert. Und man sieht schon, ein Barren hat jetzt 14 Schotter erzeugt, 3 Eisen, 0,24 Kilogramm Nickel und 0,4 Kilogramm Silizium. Und wenn ich jetzt hier reinschaue, auf das Gestein, da sind jetzt 269. Und wenn ich dasselbe nochmal mache, dann wird hier entsprechend mehr produziert, ja, die doppelte Menge. Und wenn ich hier reinschaue, dann ist das runtergegangen um 100 auf 169. Und wenn ich jetzt nochmal produziere, dann ist es auf 68 runtergegangen, also auf 69 knapp. Und jetzt ist das Ding rot, das heißt, ich kann nichts mehr produzieren. Wenn ich nochmal einen Auftrag gebe, dann wird es nicht mehr produzieren, weil er hat nicht genügend Stein. Er braucht immer 100 Kilogramm Gestein. Um diese Sachen hier aus dem Gestein zu gewinnen, zu raffinieren. Das ist also eine kleine Raffinerie sozusagen im Survival Kit, dass das macht. Und wenn ich so einen Auftrag jetzt löschen will, der jetzt hier nicht mehr bearbeitet werden kann, dann kann ich mit der rechten Maustaste draufklicken, dann wird der wieder gelöscht. Und jetzt sehen wir, jetzt hat diese Produktionsanlage, die hat jetzt hier Metalle und Erze plötzlich in Barrenform aus dem Gestein gewonnen. Und jetzt sind andere Komponenten, die wir schon kennen zum Teil aus dem Satelliten, die sind hier jetzt aktiv geworden. Die sind jetzt so hell, weil ich die jetzt produzieren kann. Und wir sehen immer, wenn wir da drauf zeigen, dann sehen wir in der mittleren Spalte, wie viel wird gebraucht an Materialien, welche Materialien und wie viel wird gebraucht. Zum Beispiel hier sehen wir, die Anzeige braucht Eisenbarren 0,1 pro Stück
und 0,5 Silizium. Und nur wenn ich das hier habe im Vorrat, dann kann ich das Ding auch produzieren. So, gut, und jetzt können wir im Prinzip zum Beispiel Stahlplatten, ja, eine Stahlplatte braucht 2,1 Kilogramm Eisen. Das heißt, aus meinen 9 Kilogramm unten kann ich 3 Stahlplatten produzieren. Das heißt, wenn ich also jetzt einmal klicke, dann wird jetzt eine Stahlplatte produziert. Wenn ich nochmal klicke, wird die nächste produziert. Jetzt habe ich noch 4,8 Eisen und wenn ich nochmal klicke, dann habe ich 2,7 und jetzt wird keine mehr. Doch, die ist auch nur gegangen, aber jetzt habe ich 0,6 und die schafft er jetzt nicht mehr. Ja, also mehr als 4 kann ich nicht produzieren, weil jetzt ist das Eisen zu Ende. Das war's. Ich kann andere Sachen noch produzieren, ja, möglicherweise, aber die brauchen jetzt alle Eisen. Das heißt, ohne Eisen kann ich jetzt nichts mehr produzieren. Da bin ich jetzt aufgeschmissen. Da ich könnte noch Solarzellen produzieren aus Nickel und Silizium. Also so funktioniert die Produktion. Und wie verschaffe ich mir jetzt wieder Rohstoffe, indem ich praktisch jetzt irgendwo in die Landschaft gehe, nicht so weit weg. Hier haben wir jetzt keinen Felsen in der Umgebung. Und einfach bohre. Das heißt, ich kann jetzt den Bohrer nehmen, in die Hocke gehen und kann sagen, okay, wir bohren da rein. Und ich halte gleichzeitig die F-Taste gedrückt, damit mein Bohrer die Erdklumpen schon aufsammelt, die hier. Also wir sehen jetzt keine Klumpen mehr wie vorhin, als wir in der letzten Folge oder einer der letzten Folgen habe ich das ja schon mal gezeigt mit dem Bohren. Und wenn wir ins Inventar gehen, dann sehen wir, dass wir hier jetzt Gestein haben, weil wenn ich gleichzeitig beim Bohren mit der linken Maustaste bohre und gleichzeitig die F-Taste drücke, dann sammelt der Bohrer auch gleich die Klumpen auf. Und ich kann da jetzt tiefer bohren, indem ich einfach nach unten zeige zu meinen Füßen und mit der W-Taste einfach reingehe. Und dann bohrt der Bohrer einfach in die Tiefe und sammelt gleichzeitig die Erdklumpen auf. Nicht alle, und da bleiben immer welche liegen, aber das ist nicht das Problem. So, und die kann ich jetzt wieder rausgehen. Entweder ich kann noch raussteigen, wenn es nicht zu steil ist, oder ich muss mit dem Jetpack rausfliegen. Und jetzt kann ich da wieder zu diesem zum Pod gehen und kann mir wieder den normalen Handschuh holen und hier reingehen und hier wieder Gestein reinpacken. Und ich habe jetzt 900 Kilogramm, also fast eine Tonne Gestein gesammelt. Und jetzt kann ich wieder produzieren, nämlich ich kann hier wieder Schotter produzieren. Und ich mache das einfach mal. Und wenn wir einmal klicken, kriege ich ein Stück produziert. Wenn ich die Steuerungstaste festhalte und klicke, dann kriege ich 10 Stück. Dann sieht man also immer 10 Stück, dann beauftrage ich sofort 10 Stück, wobei er jetzt nur 8 produzieren konnte, weil er jetzt kein Gestein wieder hat. Und wenn ich die Steuerung und die Shift-Taste gedrückt halte und klicke, dann gebe ich 1000 im Auftrag. Also das ist so eine kleine Abkürzung, die jetzt auch ganz hilfreich ist, wenn man dann größere Mengen irgendwo beauftragt. Also mit einfach klicken ohne alles macht ein Stück, die Steuerungstaste halten und klicken macht 10 Stück und die Steuerungstaste zusammen mit der Shift-Taste drücken und klicken macht 1000 Stück. Und mit der rechten Maustaste kann ich das wieder löschen. So, also da sehen wir schon, so funktioniert das. Also so kann ich mir jetzt Ressourcen verschaffen. Und da sehen wir jetzt schon, da habe ich jetzt das Loch und da muss ich halt hier jetzt einfach bohren. Na, also ich halte die F-Taste gedrückt, mache den Bohrer und bohre hier. Und gehe gleichzeitig ein bisschen immer nach vorne, um hier mehr zu bohren. Und gleichzeitig sammelt der Bohrer eben auf, das was ich bohre. Und ich kann jetzt entweder in die Tiefe bohren. Das ist empfehlenswert insofern, weil die Ausbeute an Gestein hier an der Oberfläche beim Gras ist relativ gering. Das heißt also, wenn ich hier bohre, dann sieht man schon, dass mein Inventar relativ langsam wächst,
Wenn ich aber jetzt da nach unten bohre, senkrecht, ich gehe dazu in die Hocke, drücke die F-Taste und bohre und sage dann immer wieder ein bisschen weh, um da voranzukommen, dann bohrt er jetzt in die Tiefe. Das heißt, ich bohre jetzt einen Lock nach unten. Das sehen wir jetzt im Moment noch nicht, aber wir werden sehen gleich, wenn wir nach oben schauen, dass wir also in einem Loch sitzen. Und dann kommen wir auf Fels. Also irgendwann haben wir dieses Gras, sozusagen diesen Grasteil, durch. Da sehen wir also, dass wir jetzt in diesem Loch uns befinden. Und irgendwann haben wir diesen Grasteil durchbrochen und dann kommen wir auf Erde und noch weiter runter kommen wir dann auf Gestein. Also wenn man tief genug bohrt, ein paar Meter, dann kommt man immer irgendwann auf Gestein. Und dieses Gestein ist dann in der Regel deutlich ergiebiger als oben dieser Grasteil. Das heißt, es macht Sinn, dass man tatsächlich nach unten bohrt, so ein Loch bohrt bis zum Gestein und sich dann da einfach runterarbeitet. Und wir sehen jetzt über dieser Statusleiste in der Mitte, wo unsere Werkzeuge sind, da sehen wir, dass so ein blauer Balken nach rechts läuft. Das ist der Füllstand unseres Inventars. Das heißt also, wenn wir jetzt die Brocken, die wir hier rausstemmen, wenn wir die aufnehmen mit dem Bohrer, dann landen die ja in unserem Inventar. Und wir können da mal reinschauen mit K, dann sehen wir, dass wir jetzt 3,1 K, also im Prinzip 3000 K ist also für Kilo, für 1000. Wir haben jetzt 3 Tonnen Gestein im Prinzip schon herausgestemmt. Und das ist auch ein Zeichen, dass, oder das können wir nur machen, weil wir unsere Inventargröße auch am Anfang. Wieder mein Verweis auf die erste Folge, wo wir den grundlegenden Start und die Einstellungen besprochen haben. Und wenn man, ich fliege jetzt mal hier kurz raus mit dem Jetpack, weil es ein bisschen steil ist hier, und lade mal die Energie auf. Gehe mal runter und lade mal hier die Energie kurz auf. Also die Einstellungen, die wir ganz am Anfang getroffen haben, mit dem Multiplikator, Speicherfähigkeit von unserem Anzug, Speicherfähigkeit und Verarbeitungsgeschwindigkeit der verschiedenen Werkzeuge, da haben wir immer so einen Multiplikator eingestellt, 3-mal, 5-mal, 10-mal, und da war meine Empfehlung, das am Anfang höher zu stellen, weil das Problem ist jetzt, wenn das im realistischen Modus ist, dann würden wir hier noch nicht einmal, glaube ich, ein K Gestein sammeln können, weil dann unser Inventar schon voll wäre. Jetzt in diesem mal 10, glaube ich, ist es so, dass man bis zu 10 oder 11 Tonnen im Inventar haben kann. Das heißt, wir können das jetzt hier reinpacken und können eben immer sehr viel Gestein in einem Durchgang sammeln. Und wenn wir jetzt die Produktion mal anschmeißen und hier sagen, wir möchten mal 100 produzieren. Ja, ist jetzt die Frage, ob er das schafft. Aber dann sehen wir, dann kann ich jetzt gleich in einem Zug immer größere Mengen verarbeiten. Wenn mein Inventar sehr klein ist, dann kriege ich da nichts rein. Ja, dann muss ich also mit kleinen Mengen schon immer jetzt hochgehen und im Prinzip wieder nachladen und das Inventar wieder leer machen. Also das wäre so meine Empfehlung für den Anfang, tatsächlich diese Werte hochzustellen, um einfach mehr ins Inventar zu kriegen, um nicht wegen kleinen Mengen dann gleich wieder zum Pot laufen zu müssen und das wieder abzuladen oder zum irgendeinen Speicher, den wir uns gebaut haben oder wie auch immer, ne? So, und jetzt graben wir uns einfach mal runter und wir können hier mal die Lampe einschalten. Das ist wichtig. Da sehen wir jetzt auch, dass wir jetzt hier, glaube ich, langsam auf Gestein stoßen. Also hier sehen wir schon Gestein durchstimmen. Bisher waren wir in der Erde und wir gehen mal in die Hocke und graben hier weiter.
indem wir da ein bisschen weiter runtergraben. Und dann sehen wir schon, hier haben wir jetzt Gestein. Und es sieht anders aus. Und das ist auch etwas gehaltvoller sozusagen, was die Rohstoffausbeute betrifft. Deswegen ist es empfehlenswert, sich da zum Gestein runterzustemmen und dann hier im Gestein. Ich meine, wenn wir neben dem Pott, und das haben wir jetzt noch nicht gemacht, wenn man neben dem Pott gleich ein Erzvorkommen findet, zum Beispiel ein Eisenvorkommen, dann ist natürlich die absolute Empfehlung, hier nicht Gestein zu stemmen, sondern tatsächlich das Eisenvorkommen natürlich wegzustemmen. Und weil die Ausbeute deutlich größer ist. Und ich mache mal in der nächsten oder in einer der nächsten Folgen auch eine Übersicht, aus welchen Gestein und Erzen man wie viel gewinnt an Ressourcen. Und jetzt sehen wir unten der Inventory Fold. Der Balken ist jetzt inzwischen nicht mehr blau, sondern rot. Und jetzt geht auch nichts mehr ins Inventory rein. Das heißt also, wenn ich jetzt versuche, noch was aufzunehmen, kriege ich immer die Ansage, ist voll, geht nichts mehr rein. Das heißt, jetzt muss ich tatsächlich hoch fliegen. Wenn ich so senkrecht gegraben habe, dann fliege ich hier hoch. Anders komme ich nicht mehr raus. Und gehe zu meinem Pot und packe jetzt das rein und wir können mal schauen, wie viel Gestein wir jetzt haben. Und da sehen wir fast 10 Tonnen. Ne? Wir haben jetzt schon Komponenten und so weiter drinnen. Wenn das jetzt nicht drinnen wäre, wenn das jetzt leer wäre, dann würden wir jetzt ungefähr 10 oder 11 Tonnen Gestein, K-Gestein haben. Und das kann ich jetzt alles hier reinpacken. Und jetzt sehen wir, die Produktion läuft wieder an. Da waren noch, die sind nicht fertig produziert worden, weil das Gestein zu Ende war. Und deswegen hat er das nicht zu Ende produziert. Aber in dem Moment, wo ich jetzt Gestein nachgeladen habe, hat er das nachproduziert. Und wir produzieren jetzt einfach mal ein paar hundert von diesen Komponenten. Wir schauen mal, wie weit er kommt. Wir sehen das eben, weil er das runterzählt. Hier. Und das geht jetzt ziemlich schnell gegen Null, weil er da immer hunderterweise runterzählt und jetzt ist vorbei. Aber wir sehen schon, wir haben jetzt 408 Kilogramm Eisen. Na, wir haben 55 Kilogramm Silizium. Wir haben 33 Kilogramm Nickel und Schotter. Und damit können wir jetzt schon jede Menge bauen. Und in der nächsten Folge würde ich sagen, also das war jetzt die Folge, wie gewinnen wir Rohstoffe. Wir bohren im Prinzip ein Loch und wenn wir keine Erze in der Nähe haben, die wir abbauen können, ich meine, wenn ich Nickelerz irgendwo in der Nähe habe oder Eisenerz, dann baue ich das natürlich ab. Habe ich das nicht in der Nähe, dann grabe ich mir ein Loch, das tief genug ist, damit ich auf Stein komme, auf Felsen, nicht auf Erde, weil die Ausbeute größer ist und hol mir Gestein und verarbeite das Gestein und gewinne so diese Ressourcen. Und in der nächsten Folge schauen wir uns mal an, die verschiedenen Teile, die wir hier brauchen, um jetzt diese Sachen zu verarbeiten. Also wie ist die grundlegende Logik im Spiel, um Sachen, Komponenten zu bauen und Maschinen zu bauen und so weiter und so fort. Und was brauche ich dazu außer den Rohstoffen noch? Weil wir brauchen noch, wir sehen das dann, auch Energie und die Energie müssen wir natürlich auch gewinnen und speichern. Ja, soweit für das. Also das war die Folge so nach dem Motto, wie gewinnt man Rohstoffe? Und das ist im ganzen Spiel immer dann gleich. Also entweder ich baue Gestein ab und raffiniere das oder ich habe eben Erzvorkommen, Kobalt, Nickelerze, Eisenerze und so weiter. Alle diese Sachen kommen in Erzform. Habe ein Vorkommen, wie das, was wir mit Gold schon entdeckt haben und Silber, dann baut man eben das ab und hat die Erze. Und der Unterschied ist, bei Eisen und Nickel ist die Ausbeute wesentlich höher als bei Gestein. Also
Diese Basissachen kann ich auch aus Gestein gewinnen, aber halt in sehr kleinen Mengen nur. Habe ich die Erze, habe ich Nickelerz, habe ich Eisenerz, dann ist die Ausbeute deutlich höher. Und andere Erze wie Gold oder Silber oder Kobalt kriege ich tatsächlich nur aus dem Erz. Das heißt, das kann ich aus Gestein nicht gewinnen. Da muss ich tatsächlich das entsprechende Erz finden. Das heißt also, wenn wir jetzt mal so, wenn man so eine Basisausstattung hat, die man sicher mit diesen grundlegenden Erzen erstmal bauen kann, die Komponenten. Wenn ich also dann später Maschinen bauen will, die Komponenten brauchen, die zum Beispiel Gold oder Silber brauchen als Basismaterial, dann muss ich tatsächlich solche Vorkommen suchen, weil ich sonst diese Metalle mir nicht erschließen kann. Da brauche ich also tatsächlich diese Erzvorkommen. Gut, soweit mal zur grundlegenden Handhabung, Werkzeug vielleicht nochmal und wie kommt man an die ersten Rohstoffe ran. Wenn euch das Tutorial gefällt, dann gerne einen Daumen nach oben lassen, da lassen. Hilft dem Kanal und zeigt anderen, dass es vielleicht gut ist. Wenn ihr Kritik dran habt oder Anmerkungen oder sonstige Dinge, dann lasst sie gerne in den Kommentaren da. Ich gehe gerne drauf ein. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann gerne auch ein Abo. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann.